So, da lasst servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play The Ruined King, a League of Legends Story. Im letzten Part haben wir mit Pirate Big Tit angefangen. Keine Buffs drauf. Jetzt mal schauen, wer alles die Aktion überstanden hat. Ich würde sagen, bei dem ganzen Gemetzel waren es eh nicht viele. Oh, Ausrufezeichen. Gefahr, giftiger Nebel. Oh. Gefahren. Du hast eine neue Kampfbegegnung begonnen, während du dich in einer Gefahr namens giftiger Nebel befindest. Dadurch ist ein Gefahrenbereich auf der Initiativeleiste erschienen, der sich mit dem Kämpferporträts bewegt. Kämpfer in deiner Gruppe, die dem Bereich gelangen, werden anvisiert, sobald der Bereich am Anfang der Leiste erreicht, werden alle deine momentan anvisierten Kämpfer mit diesem Effekt belegt. Glücklicherweise kannst du mit Hilfe von Lane-Fähigkeiten Lanes wechseln und Bereiche auf der Initiativliste zu betreten und wieder zu verlassen. Wenn du die Platzierung deiner Kämpfer auf der Initiativliste im Griff hast, kontrollierst du den Kampf. Ist ganz klar. Lane? Erstmal schalten wir den aus. Ah, verfehlt. Gift, das auch noch. Geht doch. Keine Ziele. Gefahr ist schon mal aus dem Weg. Aber wir haben Gift als Statusproblem. Und sprunghaft, ja, wie der Name schon sagt. Fress zwar jetzt einiges an Schaden. Keine Ziele, weil ich das Ziel bereits ausgeschaut und das trauernde Irrlicht. Der Auto-Attack macht nur 55. Alter. Das können wir ja mit einer Lane-Fähigkeit mal eben ganz schnell beenden. Geht doch. Und der nächste Pirat weg. Und die Piraten, die es erwischt hat, und wir wissen alle, wer den Nebel ausgelöst hat. Bom, Overkill und Crit, nehme ich. Ach, Saphitpulver. Pulver vom Jaulfisch wird zum Verzaubern genutzt. Und wieder ein Kristall und 4 Gold. Her mit den EP. Schon tot? Verdammt. Giftiger Nebel. Oh, schon wieder giftiger Nebel. Aua. Geht doch. Weg damit.
Das nächste Licht ausgeschaltet. Her mit der Kohle. Hier ist übrigens schön die Trainingseinheit. Giftiger Nebel, überall liegen die Leichen. Raven, was ist passiert? Lauf, lass mich zurück. Ach, Wölfe! Geisterhaften Hafenratte bekommen. Dieser Gegner verfügt über den Buff Gestaltwandel und können in deinen Angriff dürfen leicht auswandeln, greifen sie mit einer Tempolent-Fähigkeit an und Buff zu entfernen. Und dann im Kampfmenü kann ich das sehen im Detailmodus. Versuche ich Gegner während der Begegnung, um mehr über die Stärken und Schwächen zu erfahren. Tempolent und ich kann gleich nochmal. Ja, giftiger Nebel macht ein bisschen Bums. So, da das entfernt ist, kann ich ja jetzt auf die... Aua, blöden Mistviecher. Ich habe eh kein Mana mehr. Ich muss eh auf Autotext gehen. Leider. Aber ich musste ja wieder mitten im giftigen Nebel den Fight anfangen. Geht doch einer weg. Ich habe eh kaum noch Mana. So, weil die kann ich mit Tempo-Den-Fähigkeiten aushebeln. So, nochmal Geld und 62 EP. Her damit. Sarah, sie kamen quasi aus dem Nichts. Ich konnte sie nicht. Nicht sprechen. Schone deine Kräfte. Ich dachte, wir hätten diese Dinger in Grauhafen erledigt. Ist das eine weitere Graunacht? Ich weiß es nicht. Aber wenn, dann werden wir Hilfe brauchen. Wir werden Illaoi brauchen. Ab zum Schlachterhafen. Knüpft sie am Schlachterhafen auf. Zitat Gangplank. Die Hure und das Mannsweib. Ich weiß. Ah, wie versaut kann die werden? Weil, ganz ehrlich, MF, Pirate Big Tit und Illaoi schaut echt aus wie ein Mannsweib. Also sind sie bald nicht persönlich mein Freund, nicht mein Freund. Brüder und Schwestern, Bilgewasser hat einen neuen Gegner hervorgebracht. Die Göttin Nagakaburos hat ihn mir gezeigt. Offenbare ihn uns, Priesterin. Dieser Schlitzer vom Bluthafen schlachtet Männer in ihren Häusern und auf der Straße. Ich spüre die Angst und den Stillstand, den er bringt. Wir ehren die Schlangenmutter, führen die Bewegung fort und vertreiben ihn wieder. Preiset die Göttin. Priesterin, ich möchte für euch kämpfen. Ich bin bereit. Wirklich? Wenn du alles gibst, was du hast, erklärt dich die Schlangenmutter vielleicht für würdig. Wenn nicht, nimmt sie dir das Leben. Ich ergebe mich ihrem Willen.
unwürdig. Er ist stark, Priesterin. Er wird überleben. Möglich, wenn die Göttin es so will. Komm, unser Gegner wartet. Hm. Jetzt kämpfen wir mit Ilaoi. Weil wir es können. Hier ist alles in Bewegung. Nagakaburos meint es gut mit uns. Warum heißt ihr diese Fremden willkommen, Priesterin? Die Pailangi haben keinen Respekt vor der Göttin oder den Buru-Traditionen. Sie gehen ihren eigenen Weg. Sie kämpfen ums Überleben. Schließe dich ihnen an, lerne von ihnen. Vielleicht hast du sogar Spaß dabei. Sie haben viele interessante Verlangen. Oh, Schwester, ich habe gesehen, wie du dich in ihren Tavernen amüsierst. Keine Scham, das nächste Mal bin ich dabei. Und nun lass uns dem Rhythmus der Straße folgen. Hat wirklich Starrap gesagt? Hier, die Männer dort sprachen kürzlich von dem Mörder, den wir suchen. Wir werden draußen warten. Wir wollen den Gestank der Pailangi meiden. Dann bleibt mehr für mich. Ilaoi ist der Gruppe beigetreten. Rolle, Hallen, Schaden, Verteidigung. Ilaois kräftige Erscheinung wird nicht nur von ihrem unterschiedlichen Glauben in den Schatten gestellt. Als Priesterin des großen Kraken setzt sie ihr riesiges goldenes Götzenbild ein, um die Seelen ihrer Widersacher die Kraft zu entziehen und ihre Verbündeten zu heilen und zu schützen. Jeder, der die Verkünderin der Wahrheit von Nekagaburos herausfordert, stellt schnell fest, dass Ilaoi nie alleine in den Kampf zieht. Der Gott der Schlangeninseln kämpft an ihrer Seite. Da Ilaoi bei den Buru aufgewachsen ist, kann sie deren Glyphen lesen und verstehen. Ihre Dungeon-Fähigkeit, Tentakelhieb, für Gegnern Schaden zu und ermöglicht es ihr, Kämpfe mit einem bereits aktiven Tentakel zu beginnen. Als Priesterin von Nekaburos kann Ilaoi sowohl ihre Gegner vernichten als auch ihre Verbündeten heilen. Ilaois Glaube an ihre Göttin ist unerschütterlich. Im Kampf beschwört sie Tentakel, mit denen sie Gegner angreift und ihre Fähigkeiten verstärkt. Mit Hilfe von Herausforderern kann Ilaoi Gegner dazu zwingen, sie direkt statt ihrer Verbündeten anzugreifen. Oh. Einen Schiffskapitän finden, aber das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ihr wisst ja, Ko-Fi unten in der Videobeschreibung und den ganzen YouTube-Kladderadatsch nicht vergessen. Und ich sag bis dann. Tschu-tschu.